Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit dem Meta-Ranking. Diesmal halt zum Monat März 2015. Es hat sich eine Menge verändert seit dem letzten Monat und dem letzten Ranking. Also für das heutige Ranking spielen halt die YCS Prag eine Rolle, paar ARG-Events, Standard-Regionals und diese CCG-Dinger da. Also auf Platz 10 haben wir da Merme, neu, hat halt Infernoid abgelöst, wobei man jetzt bei Platz 10 beachten muss, also das Meta hat jetzt nicht so viele Decks, also Platz 10 ist wahrscheinlich so, dass es eine Decklist oder so gab von irgendeinem Event, wo ich das halt gesehen habe und das hat halt für Platz 10 gereicht, weil so viele Decks gibt es in unserem Format auch nicht, deswegen ein, zwei Decklisten reichen, um auf Platz 10 zu landen. Von Infernoid habe ich halt nichts gesehen, deswegen nicht mehr in den Top 10 vertreten. Mermel wird halt Support kriegen, also dieses Atlantean-Ding soll relativ stark sein. Also ist aber leider noch nicht für uns TCG bekannt gegeben worden. Bisher nur OCG Exclusive, aber wahrscheinlich hat sich irgendeiner gedacht, packt er wieder mal sein Mermel aus, weil er Bock drauf hat, weil er diesen Support gehört hat. Und das hat halt für diesen Monat Platz 10 gereicht. Dann auf Platz 9 haben wir immer noch Volcanic. Genau wie im letzten Monat. Hat sich nicht viel geändert an dem Deck. Ich habe es auch nicht oft gesehen, also auch ein paar Mal habe ich es nur gesehen. Der große Erfolg von dieser einen YCS konnte bisher nicht wieder wiederholt werden, leider. Deswegen diesen Monat auch nur wieder Platz 9. Sixes haben wir Platz 8, Heroes. Das ist auch wie letzte Woche Platz 8 gewesen. Also letzten Monat meine ich, obwohl ich diesen Monat mehr von dem Hero Decks gesehen habe. Es haben ein paar Regionals getoppt und so. Sogar einmal Dolce Hero und Standard Masked Hero halt. Und wären die anderen Decks nicht so stark vertreten gewesen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen höher gewesen, aber diesen Monat halt nur wieder Platz 8. Aber bald kommt ein neuer Masked Hero raus, Anki, der ist relativ gut, also mit dem könnten die dann vielleicht nächsten Monat, nächstes Ranking, bisschen höher landen. Auf Platz 7 haben wir dieses Mal Shadow, ist vom Platz 6 letztes Mal runtergefallen auf Platz 7. Leider hat das Deck einfach sehr viel Stärke verloren, läuft nicht mehr so gegen das Meta und mich würde es echt nicht wundern, wenn das die nächsten paar Monate weiterhin sinkt, bis halt dieser neue Wasserfusionstyp rauskommt. Aber das dauert noch 2 Monate, also der kommt erst im Mai raus. Bis dahin wird Shadow, denke ich mal, weiter und weiter fallen. Dann haben wir auf Platz 6 Spiritual Beast slash Tamer. Das war ja letzten Monat überraschend auf Platz 4. Hatte mehrere Regionals getoppt, sogar gewonnen. Aber in diesem Monat leider nicht dasselbe nochmal geschafft. Also es wurde immer noch gespielt. Mehr oder weniger erfolgreich, aber bei weitem nicht so erfolgreich wie das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob die Leute sich angepasst haben und Side-Deck-Karten jetzt dagegen haben oder die Effekte jetzt kennen und der Überraschungseffekt weg ist oder es halt echt nur ein One-Hit-Wonder war, also nur Glück, dass es mal so stark getoppt hat. Das werden wir die nächsten paar Monate sehen, also diesen Monat nur Platz 6. Auf Platz 5 haben wir Josenju. Die sind auch stark gestiegen von Platz 7 letztes Mal. Relativ starkes Deck, relativ billig, was den meisten Leuten, glaube ich, zuspricht. Deswegen, es haben viele Leute gespielt, aber es hatte auch noch nicht den richtigen Durchbruch. Also das Beste, was ich bisher sehen konnte von Josenju, war bei der ARG Series Top 8. So ein Josenju Stun Deck. Aber ich nehme mal an, jetzt wo es immer mehr Leute spielen, kann es nur besser werden. Auf Platz 4 haben wir sehr, sehr überraschend Satella Knight. Ich weiß auch nicht, woher die auf einmal kamen, aber YCS Prag waren richtig viele unterwegs. Keine Ahnung wieso. Es waren auch richtig viele dann Tag 2 von den Satella Knights. Aber leider haben ends viele gebubbelt und keiner hat es dann in die Tops geschafft. Aber es waren sehr viele unterwegs und seitdem ist Satella Knight zurück an der Spitze. Ganz knapp unter den Top 3, aber ein verdienter Platz 4 in den Top 3. Hat sich auch ein bisschen was verändert und zwar ist Klee vom Platz 2 runter auf Platz 3 gesunken. Nicht unbedingt, weil es schwächer geworden ist. Es ist immer noch stark vertreten und sehr viele spielen es, aber Burning Abyss hat einfach die besseren Ergebnisse. Hat halt die YCS Prag gewonnen, deswegen dieser eine Sieg hat Burning Abyss auf Platz 2 gebracht. Und Klee halt nur auf Platz 3. So, auf Platz 2, wie gesagt, Burning Abyss jetzt. Hat YCS Prag gewonnen. Ein bisschen anders gespieltes Deck. Sehr anti-mäßig. Also viele dachten, Burning Abyss ist tot. Aber es scheint noch aktiv zu sein, noch stabil mit dabei zu sein. Es musste nur ein bisschen angepasst werden. Zum Beispiel Enemy Controller raus oder so. Und vielleicht habt ihr mal ein Crush Card Review gesehen, aber Crush Card kommt dann bald auch raus. Und wird dann hoffentlich auch wieder spielbar sein. Und das denke ich, wird Burning Abyss nochmal ein bisschen pushen. Also schauen wir mal, ob Burning Abyss Niklaus von der Spitze
runterkriegen kann. Denn auf Platz 1 haben wir immer noch Necros. Das ist einfach das meistgespielteste Deck. Sehr viele sind der Meinung, das stärkste Deck im ganzen Format. Und die Turnierergebnisse spiegeln das auch wieder. Sehr viele Tops, sehr viele Siege, einfach sehr viele Spieler, die das spielen. Ich denke mal, die werden nicht von der Banlist irgendwie sehr stark betroffen werden. So, oder wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sogar gar nicht. Also werden die ihren Lauf die nächsten Monate wahrscheinlich noch fortsetzen. So, das war das Ranking für März. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr ein paar Decklisten oder so Tops gesehen habt von den Decks, die eine andere Platzierung dann rechtfertigen würden, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten war's das, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, unsere anderen Videos abchecken und ciao.